Resident Evil. Willkommen zu einem neuen Projekt hier auf Raphik nicht LP mit mir, dem Chris. Und wie angekündigt, spielen wir das HD-Remake von Resident Evil. Ich drücke jetzt aber erstmal schnell eine Taste, weil sonst hier so eine Demo losgeht. Und wir wollen uns ja nicht spoilern lassen. So, alles klar. Ja, wie schon angekündigt, werden wir jetzt eben das HD-Remake von Resident Evil zocken. Ich muss gleich von Anfang an sagen, ich habe mit Resident Evil wirklich so gut wie gar keine Berührungspunkte gehabt in meinem Leben bisher. Früher, als es rauskam, hatte ich einfach keine Playstation und als mich dann doch irgendwann eine Playstation beglückt hatte, also als ich dann eine Playstation hatte, so, war ich dann doch irgendwie eher so im Silent Hill-Lager, weil es halt mehr so auf Atmosphäre und Psycho-Horror gesetzt hat, sage ich jetzt mal, während Resident Evil ja doch so ein klassisches Survival-Horror-Game ist, mit ein bisschen mehr Action, sage ich jetzt mal. Und ja, keine Ahnung, das hat mich einfach sonst nie so wirklich interessiert. Und den letzten Teil habe ich tatsächlich gezockt, den Sima. Der war auch ganz cool, der war auch ein bisschen anders gemacht und so. Aber grundsätzlich habe ich, wie gesagt, von Resident Evil keine große Ahnung. Also ein paar Sachen kennt man natürlich. Resident Evil ist ja jetzt nun nicht gerade eine kleine Marke in einer popkulturellen Gamer-Landschaft. Aber wie gesagt, also das ist für mich jetzt hier wirklich so eine Art Nachholen und gerade weil die HD-Remakes, also der zweite Teil wurde ja mittlerweile auch angekündigt, doch recht gut sein sollen, dachte ich mir, ist das doch mal eine gute Gelegenheit, um das eben nachzuholen. Ja, also ich muss sagen, so, ich denke mal, das Original hat sich nicht so gut gehalten, also ich glaube, das ist sehr schlecht gealtert, gerade auch mit der Steuerung und so, deswegen hat mich das eben auch nie groß gereizt, das nachzuholen. Und ja, deswegen würde ich sagen, machen wir das doch jetzt hier einfach, aber dann wisst ihr zumindest erstmal Bescheid, wenn ich hier wirklich nicht weiß, was hier passiert, dann liegt es eben daran, dass ich das nie groß gezockt habe. Neues Spiel. Resident Evil. So, Anzeige, Breitbild, klar, Steuerung, modern, definitiv, Untertitel lassen wir mal auch ein, alles klar, und los. Wie sollte ein gutes Spiel aussehen? Sein? Gott, was ist denn los? Wie sollte ein gutes Spiel sein? Wie Bergsteigen, erfüllend, aber eine Menge Arbeit. Wie Wandern, das Ziel kann ohne Strapazen erreicht werden. Oder wie ein Spaziergang, man kann entspannt den Tag genießen. Also ich gehe mal davon aus, dass das eben hier der Schwierigkeitsgrad sein soll. Schwer, normal und leicht. Also leicht auf keinen Fall. Ich bin ja bei Let's Plays tatsächlich immer so ein bisschen der Meinung, dass normal die beste Variante ist, weil man ja jetzt einfach, man will schon irgendwie durchkommen, ne, klar, auch mit ein bisschen fordernd, also fordernd soll es schon irgendwo sein, aber zu krass eben auch nicht. Ich bin gerade ein bisschen unentschlossen, weil wie wandern, das Ziel kann ohne Strapazen erreicht werden, klingt halt schon auch ein bisschen leicht. Deswegen machen wir es mal wie Bergsteigen. Genehmigt. Ach so, genau, stimmt, das weiß ich tatsächlich auch noch, dass man ja hier den Charakter auswählen kann. Oh, das ist jetzt natürlich, da habe ich mir jetzt vorher gar keinen Kopf gemacht. Entweder Olle Chris Redfield oder Olle Jill Valentine. Also rein äußerlich ist ja schon mal klar, ne? Aber ja, ich weiß nicht. Ach, ich glaube, ich nehme Olle Jill Valentine. Kommt. Könnt auf jeden Fall mal in den Kommentaren schreiben, was ihr so für Erfahrungen mit Resident Evil bisher hattet. Das würde mich mal interessieren. Alpha Team is flying around the forest zone, situated in Northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of their mission. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris! Bravo team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members, and it turned into a nightmare.
this way. Willkommen im Überlebenshorror. There are only three STARS members left now. Captain Wesker, Barry and myself. We don't know where Chris is. What is this place? Not quite your ordinary house, that's for sure. Hey Wesker, where's Chris? Jill, no! You don't want to go back out there. But we've got to find... What was that? Chris? No. Jill, go and investigate. I'm going with her. Chris and I go back a long way. All right. You two go. I'll secure this area. Stay sharp. Die klassische Türsequenz, die kennt man natürlich. A dining room. So, und da sind wir jetzt auch schon mitten im Spielgeschehen. That escalated quickly, würde ich mal sagen. Ja, also wir haben es ja schon gesehen, 1998, mega crazy. Ich weiß gerade gar nicht, wann das Spiel ursprünglich mal rauskam, aber so die Drehe scheint es ja zu sein. Ja, wir spielen jetzt eben Jill Valentine und ja, scheinbar ist hier in Raccoon City der Shit am Bean. Und wir suchen jetzt hier Chris. Und ich muss jetzt echt mal so sagen, ey, ich musste mir so ein bisschen das Lachen verkneifen, mir bei Ole Wesker. Wie er denn so meint hier, also wie er den dann da den Chris gerettet hat und der meinte so, let's go! Und das ist so richtig schön mit der Sonnenbrille. Richtig schön cheesy, so wie das zu der Zeit eben war, ne? Und hier blinkt auch schon irgendwas. Fahrband mitnehmen? Ja. Alles klar. Wir haben sogar schon eine Knarre, sehr schön. Ich muss mal ganz kurz gucken. Die Steuerung ist alles klar. Ja gut, ich habe eine Vermutung, ich will jetzt keine Muni verschwenden. Alles klar. Hier können wir, glaube ich, speichern an diesen Schreibgeräten. Eine alte Schreibmaschine. Sie können ihren Fortschritt speichern. Das Farbband verwenden? Ich kann das nur einmal verwenden, ist jetzt die Frage. Ich meine, grundsätzlich gibt es ja eigentlich noch keinen Grund zu speichern, aber wir machen es trotzdem mal. Ja. Großer Speisesaal. Natürlich auch ikonisch. Also gerade so den Anfang, das kennt man halt schon irgendwie so ein bisschen, ne? Also ganz so unbefleckt ist man dann doch nicht. So, jetzt gucken wir uns hier aber erstmal um. Genug geredet. I think you'd better take a look at this. What is it? Blood. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Let's just hope it's not Chris's. Das wäre blöd, wenn Chris es wäre. Aber wie auch so wieder so cheesy, er sieht da den offensichtlichen Blutfleck, tunkt da so ein bisschen dran rum. It's blood. Geil. Aber soweit ich das jetzt beurteilen kann, zumindest nach meiner Erinnerung, ist das doch ein bisschen düsterer gehalten hier, das Remake. Ich hoffe, dass man mit Jill diese ikonische Zombie-Szene hat. Schauen wir mal. Oh yes. Und weg erstmal. Aber warte mal, von hier ist glaube ich ganz gut. Oh, Alter! Steuerung, bitte, sei nicht so doof. Oh, Alter, die Steuerung ist ja mal igitt. Krass. Also, das ist ja mal hardcore. Das ist ja übelst verrückt.
Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, die, Motherfucker, die. Ist der jetzt tot? Kann man nochmal nachtreten? Nee, er steht wieder auf. Oh, das ist so typisch für so eine Spiele. So, jetzt ist er aber scheinbar tot. Die Musik sagt ja. Ja, das war natürlich diese ganz ikonische Szene, die damals übelst gruselig einfach war. Die hatte ich auch bei einem Kumpel irgendwie mal gesehen. Und das sah tatsächlich im Original alles noch ein bisschen farbenfroher aus, will ich meinen. Und wirkte da einfach total krass. Also das war damals wirklich einfach nur übelst gruselig. So, aber jetzt gucken wir doch mal, was der Zombie hier hinterlassen hat. Die Leiche ihres Kameraden Kenneth. Anscheinend hält er etwas fest. Kenneths Film. Das ist der Film, der Kenneth gehörte. Man hätte sich einen cooleren Namen ausdenken können. Ich brauche einen Videorekorder, damit ich ihn ansehen kann. Okay. Alles klar. Gehen wir erstmal weiter. Was ist hier? Am besten erstatten Sie Wesker Bericht. Alles klar. Der untersucht ja dann noch fröhlich das Blut. Ja, wo ist Ole Chris? Ah, die ist verschlossen. Klar. Typischer Silent Hill Move. Können wir den Zombie irgendwie durchsuchen? Nö. Die Tür ist verschlossen. Ein Rüstungssymbol ist in das Schloss eingraviert. Oh, aber doch, das sieht schon, haben sie wirklich gut gemacht. Sieht recht schick aus. Die Steuerung ist, wie gesagt, also das ist halt wirklich so erstmal in Haltung gehen, dann schießen, dann wieder weg und wegrennen. Also das ist schon alles sehr träge, sag ich mal. Aber das war ja auch so eben das Merkmal tatsächlich von den damaligen Spielen, war ja bei Silent Hill nicht anders. Hier ist ein Aufzug. Von diesem Stockwerk aus können sie ihn anscheinend nicht betreten. Was du nicht sagst. Ah, die sieht schon ziemlich cool aus, wenn sie so die Treppen runtergeht. Die Tür ist verschlossen. Ein Schwertsymbol ist in das Schloss eingraviert. Alles klar, hier brauchen wir also irgendwelche Gegenstände denn. Ich muss auch mal gucken. Ich wollte das eigentlich ganz entspannt zum Zeitpunkt der Aufnahme nächste Woche raushauen. Ich bin ja gerade umgezogen, wie ihr wisst. Aber da Annika zurzeit auch viel um die Ohren hat und irgendwie gerade gar nichts auf dem Channel ist, muss ich mal gucken, ob ich das doch früher raushaue, aber da besteht die Gefahr, dass ich nicht hier noch vorproduzieren kann, weil ich am Wochenende schon wieder weg bin. Aber mal gucken, ihr werdet das ja sehen. Ist ja jetzt auch egal. Barry! What is it? Look out! It's a monster! Let me take care of it! What the hell is this thing? Den haben wir doch gerade gekillt. I found Kenneth killed by this thing. Let's report this to Wesker. Krass. Naja, gut. Also ich bin wirklich mal gespannt, wie sich das alles noch entwickelt. Also da habe ich jetzt, wie gesagt, dann wirklich keine Ahnung mehr. Warte, nu. Wir scheißen erstmal drauf. Als kleines Kind hätte ich mir da so eingeschissen. Wesker! Jill, help me look for him. Let's not leave this hall. Good idea. Alles klar, Wesker ist natürlich nicht mehr da. Wie sollte es auch anders sein? Gut, dann investigaten wir das hier erstmal. So mit der Kamera, dass man sich nicht, dass man die nicht so frei drehen kann. Oh, okay, mit dem rechten Stick können wir uns drehen. Alles klar, gut zu wissen. Okay, dann können wir schnell sozusagen. Naja, gut, geht eigentlich. Eigentlich dauert es sogar länger. Am besten schließen Sie erst die Durchsuchung der Halle ab. Schon klar. Okay. Ich weiß nicht warum, aber es sieht total stylisch aus, wie sie so die Treppen runtergeht. Schon komische Dinge gut. Am besten schließen wir erst, ist klar. Okay, aber hier ist nichts weiter zum. Eine chinesische Vase. Eine chinesische Vase. Hm. Was soll man denn jetzt hier noch groß entdecken? Ein schwer aussehender Krug. Mhm.
Hier geht's runter. Ja, ja, ist klar. Ah, okay, alles klar. Verstehe. Dann gehen wir doch mal hoch. Wo ist Olle Wesker? Muss ja hier irgendwo sein, oder beziehungsweise müssen wir hier irgendwo was finden, was uns weiterbringt. Ein Ölgemälde in einem großen Rahmen. Es ist gut erhalten und die abgebildeten Leute scheinen lebendig. Ich rede einfach zu viel in meinem Job. Da kann man sich schon mal verquatschen. Am besten schließen sie erst die Durchsuchung der Halle ab. Pff. Also ein Haufen Türen, die wir natürlich nicht benutzen können. Aber nichts, was uns jetzt hier irgendwie weiterbringt. Sie können vor Dunkelheit und Nebel nichts erkennen. Ein Ölgemälde in einem großen Rahmen. Die Farbe ist trocken und rissig. Hm. Oder müssen wir ihm jetzt nur sagen, dass wir nichts entdeckt haben? Oder entdeckt er vielleicht was? Wir gehen einfach mal wieder runter. Stylisch natürlich. Barry. Any luck, Jill? No, nothing. What's going on around here? I can't figure it out. Same here. Chris, and now Wesker. There's not much we can do. We can search for him separately. I'll investigate the dining room again. Okay, then. I'll try the door on the other side. This mansion is gigantic. We could easily get lost. Let's start from the first floor. Okay. Oh! I almost forgot. It's a lockpick. You'd make better use of it. Ein Dietrich. Sehr schön. Thanks. I may need it. Listen. If something happens, let's meet up in this hall. Got it? Okay. Klingt nach einem Plan. Auch wenn ich in so einer Situation wahrscheinlich mich nicht aufteilen würde. Fancy Türsequenz. Gut, alles klar. Jetzt sind wir nämlich auf uns alleine gestellt und... Naja. Frau am Brunnen. Ich finde es auch eigentlich ziemlich krass für damalige Verhältnisse, dass man wirklich sich zwei Charaktere auswählen kann, die dann wirklich unterschiedliche Storystränge scheinbar haben. Mhm, das müssen wir wohl schieben. Ein Porträt hängt an der Wand. Es scheint fast, als würde es sie beobachten. Der Klassiker. Die Tür ist verschlossen. Ein Schwertsymbol ist in das Schloss eingraviert. Okay, es gibt also scheinbar mehrere Türen. Diesen Symbolen. Hier gibt es nichts Nützliches. Ein düsteres Gemälde des Hauses. Gemälde. Mann. Hier ist ja gar nichts. Doch, alles klar. Krass, man muss sich echt ein bisschen umgucken. Verschiedene Kunstmaterialien. Oh, was haben wir denn hier? Dolch mitnehmen? Yo. Mit Verteidigungsobjekten wie dem Dolch können sie vorübergehend ausweichen, wenn ein Gegner sie packt. Sie können jedoch nicht entkommen, wenn der Gegner sie von hinten packt. Um ein Verteidigungsobjekt auszurüsten, gehen sie zum Statusbildschirm und wählen sie ein Objekt im Menü Verteidigungsobjekte. Wählen sie dann den Befehl Ausrüsten. Ist Ihr Verteidigungsobjekt in den Controller-Einstellungen auf manuell gestellt, so müssen Sie zum Verwenden des Verteidigungsobjekts LB drücken. Aha. Verteidigungsobjekt. Ist schon ausgerüstet, alles klar. Ja, ist es manuell? Ich weiß es gar nicht. Wir haben noch zwei Farbrollen halt gesehen. Warte mal, LB ist der linke Button. Okay, naja, gut. No. No. Ja, okay, jetzt müssen wir wahrscheinlich... das Ding gleich mal einsetzen. Nein! Ah, Verteidigungsobjekt. Oh, gut, automatisch scheinbar. Sehr gut. Ich würde mal sagen, den lassen wir jetzt einfach mal da, wo er ist.
Wie jetzt? Vielleicht hat diese Person etwas mit dem Haus zu tun. Ja, ist ja schön und gut. Du sollst schieben, Jill. Die Tür ist verschlossen. Ein Schwertsymbol ist in das Schloss eingraviert. Na, dann nutz doch bitte den... Ach, verdammte Axt. Oh, das wird witzig, das Spiel. Ich sage es euch jetzt schon. Fancy Türsequenz. Und nein, ich werde das jetzt nicht immer sagen. Boah, krass. Ja, wir haben noch genau 0 Munition. Verdammt. Na gut, wir könnten natürlich das Messer einfach mal ausrüsten. Ah, nimm das. Du untotes Vieh. Alles klar, back to the roots. Jetzt fühle ich mich wieder stark. Naja, nicht so ganz. Ah, okay, jetzt ist er wieder davor. Oh, da kommt er schon. Komm her. Komm her. Kommst du jetzt hier rüber eigentlich, sag mal? Nö, wa? Ne. Ah, das wäre natürlich auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Wenn man den jetzt hier schön hätte, easy. Na, komm. Die, Motherfucker. Die. Ah. Ich nutze hier schon am Anfang die Glitches. Boah, krass. Aber der hält ganz schön weit aus. Na komm schon, bist du schon tot? Das sieht schon ein bisschen witzig aus. Alles klar, gut. Na dann, weg damit. Ich denke mal, dass wir mit dem Ding schon irgendwo hochklettern müssen. Der scheint auch wirklich tot zu sein, das ist schön. Gut, alles klar, hier haben wir ja auch alles. Na, ich werde den ersten Part mal ein bisschen länger machen. Okay, wir müssen gar nicht die Aktionstaste drücken, einfach nur gegenlaufen. Hopp. Ja, schon klar. Vielleicht müssen wir auch doch nicht irgendwo hochklettern, weil wir können das Ding jetzt auch gar nicht so richtig weiter... Also wir können nicht dran ziehen irgendwie, oder? Nee, irgendwie nicht. Mhm. Nee, ist klar. Gut, okay, nee, ja gut, dann weiß ich auch nicht. Sieht doch gar nicht so aus, als wenn wir hier irgendwo hochklettern könnten. In der Perspektive sehen wir es ja doch ganz gut. Frau am Brunnen. Natürlich ist Resident Evil auch ein bisschen rätsellastig. Also zumindest gehe ich mal davon aus. Da werden wir mit Sicherheit auch noch unseren Spaß haben. Ja gut, dann gehe ich erstmal wieder zurück. Oder was? Wir haben ja noch den Dietrich. Wie sieht's denn hier aus? Ein Helmsymbol ist ins Schloss eingraviert. Okay. Oder wir schauen vielleicht mal noch alle Bradley oder wie hieß der? Ich hab das schon wieder vergessen, ey. Ich und Namen. Doch, ist schon creepy hier, gerade die Uhr, ey. Wenn die beiden einander erstochen haben, liegt der Weg in ihr Schicksal frei. Aha. Kann man da irgendwie was machen? Nö. Alte Uhren verschieben ist ja auch so ein Klassiker. Auf dem Boden sind Blutflecken. Hoffentlich stammen sie nicht von ihren Freunden. Okay, hier ist es noch ruhig. Oh, ich hoffe, es war keine Fehlentscheidung, dass wir den schwierigsten Schwierigkeitsgrad genommen haben. Ah, cool, jetzt kommen wir hier weiter, okay. D-
das sieht schon ziemlich cool aus. Fast schon Silent Hillig. Oh doch, das haben sie schon wirklich gut remastert. Was ist das hier? Pistolenmagazin mitnehmen? Ja, Logan. Jetzt ist die Frage, also mit dem Messer hat schon sehr lang... Oh, sorry. Falsche... Nein. Oh. Mit dem Messer hat schon doch sehr lange gedauert. Verwenden. Das brauchen sie jetzt nicht. Pistolenmagazin... Kombinieren? So, okay. Muss man das wirklich noch so krass machen? Das würde mich mal interessieren. Ich denke mal, mit der Waffe sind wir schon erstmal besser dran. Oh, hier ist auch wieder so ein Toter. Eine Leiche liegt auf dem Boden. So, als sei sie plötzlich gestorben. Was zum Teufel ist im Haus vorgefallen? Ja, was ist generell in Raccoon City vorgefallen? Hier haben wir Pflanzen. Grünes Kraut mitnehmen. Yo, damit können wir uns mit Sicherheit irgendwie heilen oder so. Jo. Gut. Was haben wir hier Schönes? Nichts weiter. Auf jeden Fall Dinge, die jeder so zu Hause haben sollte. Na gut, wir gehen mal noch hoch. Alle schon tot, ey. Hat die Bradley alle um hier wamst oder was? Jo, mitgenommen. Wo bist du? Na, komm her. Oh Gott, das ist so träge. Okay, der ist tot. Ey, wir haben kaum noch Schuss. Ich glaube, da war noch einer. Oder? Puh, also ich muss sagen, das ist doch beängstigender als ich dachte. Einfach nur deswegen, weil die Steuerung ihnen nicht so viele Möglichkeiten gibt, schnell und fancy hier irgendwie den zu killen. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Natürlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vor allen Dingen, ein Speicherpunkt wäre eigentlich auch mal wieder ganz nice. Ich hoffe doch, dass wir jetzt gleich mal ihn finden. Und ich hoffe auch, dass das nicht so dumm ist, immer gleich mit der Knarre hier rumzurennen. Goldener Pfeil. Ja, mitgenommen. Wählen Sie auf dem Statusbildschirm ein Objekt, gefolgt vom Befehl untersuchen. Die Details des Objektes werden angezeigt. Aha. Wie untersuchen? Prüfen vielleicht? Ah ja. Goldener Pfeil. Aha. 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 Untersuchen. Die Pfeilspitze sieht aus, als könnte man sie abnehmen. Pfeilspitze. Die Pfeilspitze besteht aus Peridot, das wie Smaragd aussieht. Aha, na, das können wir doch mit Sicherheit noch irgendwo einsetzen. Alles klar. 5 Schuss. Läuft bei uns. Wir hätten Mittel nehmen sollen. Ich sag es euch. Ja! Scheiße. Na, ich hasse mein Leben. Aber da war ja noch Munition, wie wir gesehen haben. Na. 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 Ah. Nein, 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 nein. Ah, verdammt. Wehr dich, Jill. So, jetzt aber. Meine Kasse Spiele, wo man Gegner am Boden noch weiter töten muss. Ah, wir sind verletzt. Wir sind verletzt. Jo, mit den Augen. Also, wenn es eine Möglichkeit gibt, irgendwie schnell nachzuladen, dann sagt mir das bitte. Oh, wir sind schon echt so krass verletzt. Und jetzt sind wir wieder ein bisschen heile. Okay, alles klar. Gut, aber jetzt wäre doch mal wirklich langsam hier so eine Schreibmaschine nice. Würde nämlich gerne auch den Part beenden.
Wobei, wir wissen ja, wo wir ihn finden zumindest. Okay, pass auf, Leute. Wir machen folgendes. Ich gehe jetzt erstmal zurück speichern. Das ist so krass. Das ist richtig schön oldschool. Zurückgehen, speichern. Das ist krass. Ich glaube, im zweiten Teil kann man denn sogar überall speichern, habe ich gelesen. Die Schreibmaschinen sind zwar immer noch da, weil das ist natürlich schon, gerade für Let's Playen jetzt schon schwierig, aber was soll's. Dadurch, dass man sich ja in dem Haus jedoch recht frei bewegen kann, noch, auf dem Schild ist eine Inschrift, der Tod ist erst der Anfang. Puh, ja. Aber hier waren wir doch noch gar nicht. Hier waren wir doch noch gar nicht. Oder doch? Oder wie? Oder was? Ne, hier waren wir noch gar nicht. Hier kommen wir her. So. Gut, ja, dann würde ich sagen, ich gehe jetzt hier mal noch zum Speicherpunkt. Das müsst ihr jetzt ja im Grunde alles gar nicht mehr unbedingt sehen. Wenn das hier echt sehr, das sieht wirklich richtig cool aus. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Ich hoffe, ihr habt Bock auf das Projekt. Ist natürlich jetzt wieder mal was ganz anderes als Ori. Und ich muss ehrlich sagen, ich freue mich, ich bin gespannt. Sag mal, echt jetzt? Seht ihr auch, was ich sehe? Ja. Alles klar, das ist doch zumindest zum Angucken ein recht schönes Ende. Ja, damals war das halt so. Mit den Frauen in Videospielen. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Teil, im nächsten Part. Aber noch im selben Resident Evil Teil. Und bis dahin, tschaußen!